Hallo, ihr Lieben, hier ist Christian Emschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach und dieses Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute geht es mal ums Thema Geld. Ist ja auch immer so ein Thema. Was ich noch sagen wollte, es gibt neue Termine für Lesungen, beziehungsweise mache ich auch immer so kleine Vorträge, beantworte ein paar Fragen. Das ist einmal in Bonn und einmal in Leipzig und das auch noch mehr in der Planung. Schaut gerne mal rein auf liebeschiff.de/store und dann auf Veranstaltungen oder abonniert den Newsletter, da kommt das dann auch. Und dann kann man gerade noch einsteigen in die Selbstliebe-Challenge Advanced. Kann man auch einsteigen, wenn man die anderen noch nicht gemacht hat. Das ist dann ein bisschen tougher, aber geht durchaus. Und dann gibt es bald ja bei mir die Paar-Beratungsausbildung. Wer da noch einsteigen will, einfach mal eine Mail an support@liebeschipp.de. So, dann schauen wir mal. Du kannst mir auch gerne solche Fragen stellen, wie jetzt die folgende an über ein Kontaktformular auf liebeschiff.de. Eine Frage von Arabellovic und sie schreibt: Hallo lieber Christian, du begleitest mich schon eine ganze Weile. Du tust mir mit deiner Art und deinen Videos echt gut. Danke dafür. Ist auch ganz spannend, dass ich mittlerweile besser verstehe, was du mit Polarität meinst, also Mann-Frau-Polarität. Da war ich lange Zeit dagegen. Darum soll es auch in dieser Mail gehen, nämlich um Geld. Bei meinem Freund und mir ist es gerade recht klassisch. Er verdient sehr gut. Ich bin noch mal in Ausbildung und habe wenig Geld. Ich habe das Gefühl, dass das ihm sogar recht gut gefällt. Er zahlt öfter, übernimmt gern Rechnungen, obwohl ich mich oft unsicher fühle. Ich denke oft, dass ich das doch bezahlen muss, was ich nutze. Also Hälfte, Hälfte. Zumindest sagt das mein gleichberechtigtes Herz. Allah, keiner soll benachteiligt werden, denn jeder hat ja für das gearbeitet, was er hat. Nur würde das natürlich bedeuten, dass wir deutlich weniger tun könnten, als wir tatsächlich tun. Komisch finde ich aber echt, dass er sich sogar manchmal etwas beleidigt gibt, wenn ich im Supermarkt zum Beispiel darauf bestehe, dass ich die Rechnung zahle, da er ja die letzte Rechnung schon gezahlt hat. So als würde ich ihm da etwas nehmen. Jetzt habe ich für mich beschlossen, ihn einfach zahlen zu lassen und mehr auf sein Zeichen zu warten. Was sagst du dazu? Gilt das auch zur Polarität? Soll ich mich da mehr durchsetzen, drüber reden? Ganz liebe Grüße. Ja, da kann man natürlich jetzt viel zu sagen. Ist natürlich auch eine, soll ich mal sagen, eine persönliche Geschichte, die jedes Paar so für sich klären muss. Wenn man jetzt zum Beispiel mal überlegen würde, ihr hättet jetzt Kinder zusammen. Das ist immer ein gutes Beispiel dafür. Und dann, was, nehmen wir mal an, du würdest zu Hause bleiben und der Mann geht arbeiten. Also, da könnten wir ja schon sehen, dass diese ganze Sache mit so jeder zahlt das Gleiche, dass es das irgendwie nicht funktionieren würde. Ja, weil jeder sozusagen ein bisschen mehr das macht, was ihm vielleicht gerade liegt oder was gerade seine Aufgabe ist. Also, dann wird eine Beziehung ja häufig so arbeitsteilig. Könnte natürlich auch theoretisch der Mann zu Hause bleiben und die Frau geht arbeiten, aber häufig ist ja dann notwendig, dass es so eine Art, ja, Arbeitsteilung gibt und die natürlich auch die Finanzen betreffen kann. So, jetzt habt ihr natürlich keine Kinder und jetzt ist es natürlich schon häufig so für Beziehungen ganz gut, wenn alles so ein bisschen ausgeglichen ist, aber eigentlich sollte natürlich in einer modernen Beziehung sollte es auch schon möglich sein, dass jemand mal, ja, wenn er von Herzen sozusagen mehr geben will, ist das im Prinzip auch in Ordnung. Und wenn das der Mann macht, ist es auch, wird es auch eher so als Polarität empfunden. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es wirklich so ohne Erwartung gegeben, dann wäre es eigentlich in Ordnung. Oder also das würde ich mal besprechen. Oder gibt es doch irgendeine Art von Erwartungshaltung? Ne? Also nehmen wir mal an, du würdest dich jetzt morgen trennen, wird er dann sagen, ja, aber ich habe doch alles bezahlt oder wie kannst du dich trennen? Also natürlich, ich sage ja immer so im Dating-Prozess, der Mann zahlt auf jeden Fall erstmal das erste Date oder das zweite oder macht er auch mehr. Das finde ich schon in der Polarität, aber in der Beziehung muss man natürlich schon ein bisschen gucken, dass sich das nicht zu
ungleichgewichtig anfühlt. So, und das könnte schon ein bisschen der Fall sein. Vielleicht hättest du jetzt Lust, zum Beispiel zu sagen, ja, dafür koche ich mehr oder so, ne? Also man kann das natürlich auch in anderen Sachen ausgleichen, weil du natürlich einfach ja das Geld ja im Moment nicht hast. Und wenn ihr nur deswegen, weil du das nicht 50-50 machen kannst, auf viele Sachen verzichten müsstest, wäre es natürlich blöd, ne? Das wird euch ja beiden nicht gefallen. Also ich würde das mal mit ihm bereden, ob das wirklich okay ist. Und ich glaube, für dich wäre es schon eine coole Sache, wenn du dann sagen könntest, ja, dafür mache ich dies oder jenes mehr. So, ne? Weil irgendwie so ganz wohl scheint dir jetzt damit ja nicht zu sein. Und wenn man zu viel macht, ist auch so ein bisschen das Gefühl manchmal, als wenn man sich sowas erkauft. So, ne? Also da müsst du mal gucken, ob das bei dir auch in die Richtung geht, dann ein unangenehmes Gefühl, dass du das Gefühl hast, du wirst sozusagen eingekauft. Das wird sich natürlich blöd anfühlen. Das kommt manchmal vor, wenn der Mann zu viel macht finanziell, dann ja, gibt vielleicht Menschen, denen macht es gar nichts aus oder denen sagen vielleicht, boah, das nehme ich einfach mit. Aber manche fühlen sich vielleicht auch ein bisschen eingekauft. Da müsstet ihr schon mal vielleicht einfach mal ganz offen drüber reden, ne? Also wenn er wirklich so jede Rechnung bezahlt, ja, könnte es vielleicht zu viel sein. Da müsstet ihr irgendwie versuchen, so eine Art Sweet Spot zu finden für euch beiden. So. Aber tatsächlich, nehmen wir mal an, das wäre jetzt umgekehrt. Du wärst die Frau und du würdest jetzt alles Mögliche bezahlen, weil du viel mehr Geld verdienst. Das ja, wäre natürlich theoretisch von der Gleichberechtigung her genauso okay, wird tatsächlich aber dann als irgendwie nicht so richtig in der Polarität empfunden. Es sei denn, es ist jetzt irgendeine Art von Sondersituation. Also viele Frauen mögen das nicht, wenn der Mann deutlich weniger verdient. Es sei denn, er macht irgendwas anderes total Cooles, weiß ich nicht. Irgendein toller Jazzmusiker, der aber trotzdem wenig verdient oder arbeitet bei Ärzte ohne Grenzen umsonst oder ich weiß nicht was. Aber wenn man einfach nicht so sein Ding macht und deutlich weniger verdient, das mögen die meisten Frauen eigentlich nicht. Ja, soweit. Könnt ihr natürlich wieder gern drunter kommentieren und ja, wir werden uns bald wiederhören und das nächste Mal auch dann wiedersehen.